Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer fünften offiziellen Coding Challenge. Ich wollte schon wieder Hacking Challenge sagen, aber das verraten wir mal keinem. Ja, dieses Mal geht es um die Postfix-Notation und bevor wir uns angucken, was genau man darunter eigentlich versteht, möchte ich euch noch kurz ein paar Hinweise geben für die Challenge. Und zwar, logischerweise, das ist nicht die richtige IP. Achtet auf die Beschreibung für die IP-Adresse bzw. für die komplette URL. Durch die Challenges / bekommt ihr mit einem GET-Request die Challenge. Achtung, dieses Mal nur ein ganz stinknormaler String, kein JSON-Format. Und die Antwort schickt ihr bitte einfach wieder an solutions/5. Und da bekommt ihr dann über einen Post-Befehl bitte auch, in einem gültigen JSON-Format, dazu komme ich sofort, dann bekommt ihr eine Meldung zurück, ob es funktioniert war, ob es richtig ist oder nicht. Dieses Mal geht es auch nicht unbedingt darum, wie performant euer Programm jetzt ist, sondern im Primärsinne eigentlich darum, habt ihr es geschafft, ist es erfolgreich oder auch nicht. Das Ganze ist eine mathematische Schreibweise für eine ganz stinknormale Formel, für eine Formel aus plus minus mal geteilt. Mehr ist es nicht. Und ja, das ist tatsächlich auch eigentlich alles, was man hier machen kann. Es kann keine Division durch 0 kommen, das habe ich abgefangen. Zumindest sollte es nicht. Falls doch, tut es mir furchtbar leid, dann schreibt ihr mir das einfach, dann fixe ich das noch kurz. Aber es sollte eigentlich nicht. Ich meine, ich habe es abgefangen. Und ja, jetzt zu dieser Notation. Ach nee, halt, stopp. Vorher, was ihr posten müsst, ist folgendes. Wieder mal, Achtung, das muss im JSON-Format sein, ein gültiges JSON-Format, Token, Doppelpunkt und dann eben eure Lösung. Und falls ihr eine Nicht-Integer-Lösung habt, müsst ihr die abrunden. Das heißt, wenn ihr hier 0,99987654 oder sowas habt, dann einfach abrunden und nur das Ganze als Integer schicken. Schicken, nicht aufrunden oder sowas, das wird einfach nicht akzeptiert. Warum mache ich sowas? Warum nehme ich nicht einfach den Float-Wert an? Naja, verschiedene Rechner haben verschiedene Präzisionen und wenn ihr eine geringere Präzision habt, dann ist es natürlich nicht sinnvoll. Okay, als Rückmeldung bekommt ihr dann Success, wenn es funktioniert hat, Error, wenn ihr was falsch gerechnet habt oder dann natürlich wieder die Standardfehler wie 404, falls ihr den Slash am Ende vergessen habt, 403, falls ihr aus Versehen an Get statt einem Post-Befehl gemacht habt und 500, falls ihr irgendwie ungültiges Format oder sowas geschickt habt. Das ist aber ganz normal. So, jetzt zum Format. Ich habe hier ein kleines Beispiel für euch und will das mit euch kurz durchgehen, wie man das eigentlich rechnet. Okay, Postfix-Notation ist einfach eine andere Formatierung für diese, ja, für eine mathematische Gleichung im Endeffekt. Und es ist eigentlich auch nicht schwer, das jetzt auszurechnen, aber aufwendig. Und deswegen habt ihr auch nur 10 Sekunden Zeit, damit ihr es nicht von Hand macht, sozusagen. Aber ja. Und zwar haben wir hier einmal das Zeichen, also hier haben wir schon eigentlich einen super Spezialfall dafür. Das ist eigentlich ganz toll. Und zwar haben wir hier erstmal 8, 5, 3, dann 6, 2, 3 und 3, 8, 1. So, und jetzt haben wir hinten dran zwei Zeichen. Das heißt, gemeint ist, ich nehme das hinterste Zeichen und setze es hier ein. Oder besser gesagt, wir nehmen das, also sobald wir ein Zeichen sehen, nehmen wir diese beiden Werte und verrechnen sie mit diesem Zeichen. Das heißt, ich möchte hier 623 durch 381 rechnen und das sogar in Klammern. Das heißt, das hat Priorität hier. Dann sehe ich schon wieder ein Zeichen. Hier habe ich natürlich ein Ergebnis rausbekommen. Das heißt, ich kann hier das Mal für diese Rechnung anbringen und anschließend ist es eine einzelne Zahl. Dann geht es weiter, ich habe noch eine Zahl, kein Zeichen, noch eine Zahl, wieder ein Zeichen, das heißt, ich rechne hier, Achtung, hier steht noch kein Zeichen, 910 mal 114, hier kommt dann auch wieder ein Zeichen, da kann ich dann ein Durch reinschreiben, Achtung, da muss natürlich wieder theoretisch die Klammer drumherum, dann bekomme ich hier wieder eine Zahl, also hier steht ja jetzt nur noch eine einzelne Zahl, das kann man alles reduzieren, das ist eine Rechnung. Dann kommt mir eine Zahl, hier steht also kein Zeichen aktuell. Dann haben wir ein Minus, das kommt dazwischen und so weiter und so fort. Das heißt, wir bekommen hier wieder eine Zahl raus, 263 und das Ganze mit mal verrechnen und dann wieder mal 476. Und das ist sozusagen unsere Rechnung. Ach so, nein, halt ist sie nicht. Achtet bitte darauf, dass ihr hier natürlich auch Klammern setzen müsst, theoretisch um die einzelnen Sachen. Das heißt, das hier muss in Klammern sein. Dann das hier muss in Klammern sein, logischerweise. Und das war jetzt eigentlich relativ unnötig. Aber jetzt ist wichtig, dass man das Minus natürlich auch in Klammern setzt.
dann das in Klammern setzen und das brauchen wir eigentlich auch nicht, das andere auch noch in Klammern setzen. Das heißt, so haben wir dann unsere richtige Formel. So, wunderbar. Und ja, das könnt ihr jetzt ausrechnen. Da wird irgendeine komische Kommazahl, ich glaube 0,8 oder sowas war es, also noch ein bisschen was hinten dran, wird dabei rauskommen, das einfach abrunden. Das heißt, ihr schickt als Lösung das hier wieder an den Server und der wird euch dann hoffentlich Success ausgeben. Ist nicht ganz einfach dieses Mal. Ich hoffe, ihr beißt euch dran die Zähne aus, aber schafft es dann am Ende trotzdem. Und ich wünsche viel Spaß und viel Motivation, das Ganze auch durchzuprobieren. Und ja, ist viel Stringarbeit dieses Mal, aber auch viel Denkarbeit, glaube ich, bis man da auf eine schöne Lösung kommt. Beratet euch, falls ihr es braucht, irgendwie mit euren Freunden und ja, oder mit der Community im Discord und so weiter und so fort. Da sind euch ja viele Möglichkeiten gegeben. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch gefällt die Challenge und sie ist euch nicht zu schwer. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.